An wen geht dort die Frage? Mein Name ist Michael Philos aus Freising und meine Frage geht an die Saskia. Und zwar ein Thema, das uns beide, glaube ich, sehr interessiert ist, Digitalisierung. Und in dem Kontext wird auch oft von Automatisierung geredet. Und da gibt es ja die Idee, um dem entgegenzuwirken, das bedingungslose Grundeinkommen. Und meine Frage wäre, was deine bzw. eure Meinung zu dem Thema ist. Also mir ist es zunächst mal wichtig, wie ich vorher schon gesagt habe, zu wissen, dass der digitale Wandel keine Bedrohung ist und dass er auch nicht Millionen von Arbeitsplätzen vernichten wird, sondern dass auch neue Arbeitsplätze entstehen werden, dass es aber eine große Herausforderung ist, diese Veränderung zu gestalten und da auch wirklich alle mitzunehmen. Das heißt also, Bildung und vor allem Weiterbildung wird ein immer wichtigeres Thema. Und um solche Veränderungen auch gestalten zu können, brauchen die Menschen Sicherheit. Und wir haben in vielerlei Hinsicht in der Bevölkerung eine große Unsicherheit, was vor allem die soziale Sicherung anbelangt, aber auch was jetzt die Gestaltung des Lebens, der Lebenserwerbsbiografie anbelangt, dass ich eben mal Kinder haben kann und dann nicht so viel arbeiten kann, dass ich vielleicht, ich habe schon vorher gesagt, Eltern pflegen, aber auch ich will mich mal zivilgesellschaftlich engagieren, ich will mich verändern, ich will eine neue Ausbildung machen, einen ganz neuen Beruf anfangen und dafür brauche ich Sicherheit. Das bedingungslose Grundeinkommen hat viel mehr Facetten als nur eine Stillhalteprämie für Erwerbslose zu sein. Das ist sozusagen die Denunzierung, die oft darüber gemacht wird. Ich finde, die SPD sollte sich bereit dazu machen, darüber zu diskutieren. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Man sollte eben nicht einfach nur ausklammern. Wir wollen keine Tabus über Themen legen, die wichtig sind für die Zukunft. Okay, wunderbar.